Hallo und guten Tag. Heute sind wir unterwegs in den Schützengräben oberhalb von Menaggio. Mal sehen, was uns da alles so erwartet. Hoch über Menaggio mit einer wunderschönen Sicht über den See befinden sich Zeitzeugen aus der jüngeren Vergangenheit. Es handelt sich um Schützengräben, die vor etwa 100 Jahren errichtet worden sind. Diese Schützengräben waren Teil der Befestigungslinie, die unter dem Namen Linea Cadorna bekannt wurde und dienten zur Verteidigung gegenüber einem eventuellen Angriff des Deutschen Reiches über die neutrale Schweiz. Ja, wir sind jetzt hier in einem dunklen Tunnel. Ein bisschen unheimlich ist das ja schon. Gut, dass wir eine Taschenlampe dabei haben. Hier geht jetzt eine Treppe runter. So, jetzt gehe ich doch mal die Treppe runter. Obwohl ich da so kein Freund von irgendwelchen dunklen Tunnel bin, aber ich sehe da unten Licht am Ende des Tunnels. Jetzt weiß ich, was hier unten ist. Hier ist eine kleine Kapelle unter der Erde, ja. Hier ist eine Kapelle. Ah, ja. Man kann es nicht gut erkennen, weil es doch recht dunkel ist. So, jetzt sind ich wieder um. Wir sind jetzt hier an dem Kreuz angekommen, wo man einen sehr schönen Blick auch auf Bellagio hat.
Diese Verteidigungsanlagen wurden jedoch nie benutzt und es wurde kein einziger Schuss abgegeben.